Schauen wir mal gleich, wer den Anfang macht. Den Anfang macht unsere Sunny. Sie ist 12 Jahre alt und im Heidepark Soltau geboren. Na. Dann stellt sich unser Noah vor. Noah ist vor 17 Jahren hier bei uns in Nürnberg geboren. Hier gleich daneben, das ist sein Vater, unser Mobby. Er lebt schon seit 1971 hier bei uns in Nürnberg. Und Mobby ist dieses Jahr 52 Jahre alt geworden und gehört somit zu einem der ältesten Delfinen weltweit. Prima. Und zum Schluss stellt sich noch Jenny vor und Jenny ist 24 Jahre alt. Auch die Delfine haben weitere Wege, aber sehr. Prima. Ja, wir sind gerade in der Eingewöhnungsphase unserer Tiere. Das heißt, die Tiere müssen ja hier auch erstmal die Becken kennenlernen. Und natürlich auch ihre Übungen, die sie im Delfinarium schon gelernt haben, auch hier umzusetzen auf dieses Becken. Deswegen kann es manchmal auch ein bisschen länger dauern, bis die Tiere ihre Bahnen geschwommen haben. Aber das macht gar nichts, denn dafür sind wir alle da. Prima. Ja, die Delfine sind keine Fische, sondern Säugetiere. Sie lebten vor Millionen von Jahren auf dem Land. Sie haben sich aber jetzt perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Und weil Delfine keine Fische sind, spricht man bei ihnen auch nicht mehr von Flossen. Da haben wir zum Beispiel die Rückenflosse und das ist die Finne. Und die Finne, die wird stabilisierende Kiel beim Schwimmen, ähnlich wie bei einem